Ach du grüne Neune! Hallo ihr Lieben, ich habe heute einige Tipps für euch auf Lager. Und zwar geht es darum, dass wir einfach nicht mehr müde aussehen und ich zeige euch, was ihr am besten machen solltet, damit dies nicht mehr passiert. Los geht's! Das morgendliche Aufstehen, natürlich. Was macht ihr denn als erstes, wenn ihr aufsteht? Ich muss ehrlich sagen, das Erste, was ich mache, ist natürlich mir zum Telefon greifen und mit dem Handy rumspielen. Wer das auch macht, postet bitte ein Handysymbol in die Kommentare. Dann Haare zusammen, ab ins Bad und die fetten momentan so schnell nach, das ist unglaublich. Und danach waschen wir uns unser Gesicht, auch wenn wir abgeschminkt sind. Bei uns sagt man immer, in der Nacht hätte der Teufel euer Gesicht geleckt, deswegen waschen wir morgens auch immer unser Gesicht gründlich. Leider sieht das nicht immer so aus. Manchmal ist man einfach so übermüdet, dass man es einfach nicht mehr schafft und sieht dann am nächsten Morgen so aus, hat man noch nicht mal mehr Zeit gehabt, die Wimper abzumachen. Und man ist einfach nur fertig, übermüdet, nicht abgeschminkt, man hatte eine Hochzeit in der Sicht, eine harte Nacht, was getrunken oder einen Geburtstag nachgefeiert. Und ja, dann ist es leider passiert. Ja, nach dem Blick in den Spiegel dann, oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Das Ganze muss jetzt wieder runter, das heißt abschminken. Und zwar gibt es da etwas von Nivea, was ich euch heute vorstellen möchte, und zwar die Nivea Micelle Air Expert Reihe. Oh, warum ist denn die Verpackung so schwarz, fragt ihr euch jetzt? Weil Schwarzteeextrakt dort drin ist. By the way, Schwarzteeextrakt enthält entzündungshemmende Wirkstoffe und diese Antioxidantien, die dort drin sind, die wirken sich natürlich positiv auf den Zellstoffwechsel der Haut aus. Die Micelle Air Expert Reihe erhöht auch die Sauerstoffaufnahme der Haut, sodass die Haut anschließend frei atmen kann und die weiteren Pflegestoffe besser aufgenommen werden können. Übrigens sind die Tücher für richtig starkes, wasserfestes Make-up geeignet. Ihr könnt einfach ein Wattepad mit dem Micelle Air Expert Gesichtswasser tränken und dann natürlich euer Gesicht reinigen. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass es halt nicht diesen öligen Film hinterlässt. Und das liegt übrigens an dieser ölfreien Formel mit Micelle Air Komplex. So, na, seid ihr fertig mit Abschminken? Dann können wir jetzt frisch in den Tag starten. Yay! Nicht nur unsere Dudis brauchen so viel Schlaf, sondern wir auch. Und das sollten mindestens 8 Stunden sein. 8 Stunden! Ha! Davon kann ich als Mutter nur noch träumen. Ich bin froh, wenn ich mal 3 Stunden am Stück schlafen kann. Naja, wir haben uns abgeschminkt, wir sind wieder frisch, wir haben geduscht. Und jetzt geht's natürlich ans Mittagessen und stopp! Was ich immer leider viel zu oft mache, ist viel zu viel salzen. Salz entzieht dem Körper natürlich Feuchtigkeit bzw. Wasser. Und Wasser brauchen wir natürlich, um nicht müde auszusehen. Aber dazu dann noch später. Also weniger ist mehr. Ja, was macht noch müde? Natürlich stickige Luft. Und unser Kohlenmonoxid wollen wir ja nicht ständig wieder einatmen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall ständig zu lüften, beziehungsweise auch einmal stark durchzulüften. Wenn die Haut natürlich gut gepflegt ist und gut gereinigt ist, kann man natürlich nochmal mit ein paar Wattepads bzw. Augenpads nachhelfen. Entweder die Wattepads kühlen, aufs Auge legen oder schon fertig getränkte Augenpads benutzen oder sogar Schwarzteepads gibt es, könnt ihr auch benutzen und danach seht ihr definitiv bestimmt frischer aus als vorher, denn die kühlen halt auch die Augenpartie. Natürlich ist Make-up wichtig. Ich hatte euch letztes Mal ein Video gemacht, das nennt sich Gut aussehen ohne Foundation. Das verlinke ich euch auf jeden Fall hier oben, dann könnt ihr mal reinklicken. Und wir müssen oder dürfen natürlich auch ein bisschen tricksen und dafür am besten natürlich etwas Concealer benutzen. Ja, das tragt ihr euch einfach unter das Auge auf. Und dann am besten mit einem Beautyblender schön verblenden. Und nur wenn ihr diesen Concealer aufgetragen habt, deckt das natürlich dunkle Augenschatten und Rötung ab. Und ja, man sieht dann direkt wacher aus als vorher. Und anstatt eine normale Tagescreme, könnt ihr doch einfach eine getönte Tagescreme benutzen. Einfach easy. So, jetzt habe ich noch einen Make-up-Artist-Concealer-Trick für euch. Und zwar, wenn man am Augenaußenwinkel ein bisschen Concealer aufträgt, dann hebt das optisch das Auge und es reicht schon aus, wenn man nur diese Partie concealt, also ohne die unteren Augenschatten zu concealen. Und ein bisschen Rouge und Leute, I am awake!
Flüssigkeit in jeglicher Form, sei es Tee oder Wasser oder Zitronenwasser oder was auch immer. Wasser polstert das Gesicht, die Haut bzw. ja, die Haut von innen auf und deswegen ist Wasser wichtig. Da gibt es übrigens eine Formel, 0,03 mal Körpergewicht und dann erhaltet ihr, wie viel Wasser ihr trinken müsst. Und da gab es mal eine Studie, der hat 3 Monate lang nur Wasser getrunken und man hat direkt gesehen, wie sie vorher aussah und wie aufgepolstert sie nachher aussah. Also das müsst ihr definitiv mal ausprobieren. So, das war jetzt mein Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Spaß gemacht hat. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wenn ihr meine beiden letzten Videos nicht gesehen habt, dann dürft ihr hier einmal gucken. Und hier dürft ihr mich abonnieren. Ich würde mich tierisch freuen. Und lasst mir bitte ein nettes Kommentarchen. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche beim Mitvlog. Tschüss!